Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für den freundlichen und wertschätzenden Empfang. Das tut immer gut. Und ich kann sagen, ja, ich habe zweimal in sehr kurzer Zeit einen Landtagswahlkampf geführt. Dass ich den erfolgreich führen konnte, hat auch damit zu tun, dass die Partei geschlossen hinter mir gestanden hat, mir den Vertrauensvorschuss gegeben hat. Insofern auch von hier nochmal herzlichen Glückwunsch an Margarete, damit sie genau mit diesem Gefühl in einen hoffentlich für euch und für uns dann insgesamt erfolgreichen Wahlkampf gehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wie fange ich hier an? Am vergangenen Wochenende hat der Neubayer Matthias Sammer nach einem 2:0-Erfolg der Münchner Bayern in Bremen eine kleine Brandrede gehalten, weil er Angst hatte vor dem vielen Schulterklopfen, weil er Erfolge richtig einordnen wollte. Liebe Freundinnen und Freunde, es muss zwar nicht immer ein Hitzkopf sein, der so etwas macht, aber zu viel Schulterklopferei kann wirklich eine echte Analyse verhindern und zur Selbstüberschätzung und damit zum Stillstand führen. Und das gilt aus meiner externen Sicht vor allem in der Bildung. Während in Nordrhein-Westfalen der PISA-Schock vollständig angekommen ist, sonnt sich hier in Bayern die CSU alle 3 Jahre beim Blick auf die vermeintliche Bildungstabelle der deutschen Bundesländer und hat das ja jetzt bei der Grundschulstudie auch wieder getan. Und vergisst dabei eins, und der Thomas hat es schon gesagt, auch in Bayern, ja sogar gerade in Bayern, ist die Chancengleichheit für alle Kinder nicht gegeben. Der Bildungserfolg hängt viel zu stark vom sozialen Status der Eltern ab. Der Geldbeutel der Eltern steht an Platz 1. Der Bildungsstand auf Platz 2 bei den Faktoren, die über den Bildungserfolg entscheiden. Oder negativ gesagt, viel zu viele Kinder aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Familien gehen in unserem Bildungssystem verloren. Das ist der Makel im deutschen Bildungssystem, dass Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus nicht die gleichen Chancen haben. Und da finde ich es geradezu sträflich im Sinne der Kinder, sich darauf auszuruhen und nur auf das Ranking zu gucken. Das wird den Kindern und ihren Entwicklungspotenzialen nicht gerecht. Ich freue mich für jedes Kind in Bayern, was gute Ergebnisse hat. Aber ich erhebe mich doch nicht, weil ich jetzt im Mittelfeld bin, über die Stadtstaaten, die ganz andere soziale Problemlagen haben, und gucke auf die herunter. Das ist unsozial, liebe Freundinnen und Freunde, auch in der Haltung. Auch die im September in Berlin vorgestellte OECD-Studie Bildung auf einen Blick 2012 zeigt, ich sage es mit den Worten der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Ingrid Serbrock, soziale Auslese darf nicht länger die Achillesferse des deutschen Bildungssystems sein. Für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, unserer Republik und unserer Demokratie ist ein sozial gerechtes und leistungsstarkes Bildungssystem unabdingbar notwendig. Gerecht ist die Anerkennung von Vielfalt und Verschiedenheit. Gerecht ist es, wenn wir jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden Menschen nach seinen Möglichkeiten fördern. Und wir brauchen einen Perspektivwechsel, den brauchen wir für die Inklusion, die brauchen wir aber auch insgesamt. Wir müssen wegkommen von der Defizitorientierung hin zur Potenzialorientierung. Jedes Kind hat Potenzial und wir haben den Auftrag, dieses Potenzial zu heben. Und gerecht ist es, wenn wir hören, was die Menschen vor Ort wünschen und brauchen und ihnen das auch ermöglichen. Wir Grüne haben das längst erkannt und finden damit auch in Bayern immer mehr Gehör. Nur, wenn die CDU, CSU das immer noch nicht gehört hat, dann sollten wir ihr möglichst viel Zeit für ausgiebige Analysen der Realität geben. Diese Zeit, so ist das meine Einschätzung, wird sich die CSU aber erst nehmen, wenn sie in der Opposition ist, liebe Freundinnen und Freunde. Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich die NRW-CDU erst der Realität gestellt, als sie nicht mehr regieren musste. Das musste sein. Vorher war die Erkenntnis blockiert.
Es gibt ja hier in Denkendorf, glaube ich, eine Bewegung von unten. In Nordrhein-Westfalen war das Horstmar-Schöppingen, da war das Ascheberg, ein kleiner Ort im Münsterland, ganz harmlos, ganz friedlich. Aber die CDU unter Röttgers hat eben versucht, auszusitzen und platt zu machen den Entwicklungsbedarf, der von unten artikuliert worden ist. Und erst nach der verlorenen Wahl hat die CDU gemerkt, dass es nicht geht, dass das auf Dauer nicht geht, gegen die eigene Basis Politik zu machen. Und die CDU-Bürgermeister, wie alle anderen Bürgermeister auch, die haben doch bei mir vor der Tür gestanden und haben gesagt, Frau Löhrmann, bitte geben Sie uns diese Entwicklungsmöglichkeit für unsere Schule. Wir möchten eine Gemeinschaftsschule haben, eine Sekundarschule haben, weil sonst haben wir überhaupt keine Schule mehr am Ort. Und das ist den Bürgermeistern wichtiger als das Parteiprogramm der Partei in München oder in Düsseldorf. Ja, wir müssen sicherstellen, dass jede und jeder die für sich bestmögliche Bildung und Ausbildung erreichen kann, und zwar ohne Ansehen der Person, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von Handicaps, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und wir müssen sicherstellen, dass wir das gesellschaftliche, das politische und das ökonomische Bewusstsein dafür schärfen, wie elementar wichtig für Bildung für unser gesellschaftliches Miteinander, unsere wirtschaftliche Zukunft als Land und, ich sage das ausdrücklich dazu, auch unsere Zukunft als Demokratie ist. Schule muss auch ein Ort gelebter Demokratie sein. Für mich zeigen drei Leitgedanken den Weg zu einem chancengerechten und leistungsstarken Bildungssystem aus. Und Thomas hat zu Recht gesagt, nicht das Thema Leistung anderen überlassen. Grüne müssen für ein leistungsgerechtes System sein, damit sie ernst genommen werden. Chancengerechtigkeit und Leistungsstärke basieren auf gutem, qualifizierten Unterricht, gemeinsamem Lernen und sozialem, politischen und kulturellen Lernen. Und als ich euren Leitantrag gelesen habe, liebe Freundinnen und Freunde, da habe ich mich sehr gefreut, weil er genau diese Gedanken teilt. Und er macht mich optimistisch, dass ihr nicht nur Opposition könnt, sondern auch Regierung. Und wenn ich mir anschaue, mit welchem Augenmaß und welcher Weitsichtigkeit ihr vorgehen wollt, und ich dann schaue, wie die CSU beim G8 vorgegangen ist, so unausgegoren, überhastet und wenig durchdacht, dann bin ich überzeugt, ihr könnt das wesentlich besser. Ihr denkt vom Ende her und plant so eure Veränderungen. Ihr wisst, Bildungspolitik, Schulentwicklung, das ist ein steiniger Weg. Und ich sage auch nicht umkrempeln, sondern ich sage weiterentwickeln. Das ist ein ganz sensibler Organismus. Und deswegen ist hier die Radikalität, die liegt nicht in dem radikalen Ziel, das formuliert wird, sondern liegt in der Kenntnis über den Entwicklungsweg. Darin liegt die Konsequenz und das Wichtige für einen Wahlkampf, damit man die Menschen mitnimmt und überzeugt. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Und das war unser Trumpf 2000 in dem Wahlkampf. Die SPD hat auch radikale Ziele formuliert. Die SPD wusste aber nicht, wie sie es machen will. Und das wussten nur wir Grüne. Nur wir Grüne wussten, wie wir konsequent mit den Menschen den Weg gehen wollen. Und genau deswegen ist es gut, dass wir das Ressort auch führen. Und da hoffe ich natürlich auf Gesellschaft in der Kultusministerkonferenz aus Bayern. Das würde mich sehr, sehr freuen. Um erfolgreich Schulen besser und gerechter zu machen und damit das System insgesamt, kann das Land den Rahmen setzen und neue Wege ermöglichen. Deshalb ist der Weg der Ermöglichung richtig und auch wichtig. Wir brauchen Freiheit für die Kommunen, wir brauchen Selbstständigkeit für die Schulen und wir brauchen möglichst auch die Zivilgesellschaft an unserer Seite. Eine Schule ist umso besser, je stärker sie in ihrem Umfeld außerschulische Partner hat, die auch den Entwicklungsprozess wollen. Das unterscheidet uns auch von der SPD, dass wir immer ganz stark auf die Zivilgesellschaft setzen und sie mit einbinden in unsere Entwicklungsprozesse.
Ich weiß nicht, wie das hier ist mit den Schulen so genau, was die Einstellung angeht, aber in Nordrhein-Westfalen, ausgelöst durch einen Entwicklungsprozess von 15 Jahren, haben wir den Stand, dass 90% aller Lehrerinnen und Lehrer vor Ort von der Schulleitung und einem Team ausgesucht werden. Die kriegen die nicht vom Kultusministerium oder von einer Schulbehörde zugewiesen, suchen sich selbst die Lehrerinnen und Lehrer aus. Und was habe ich gemacht, nachdem ich mein Amt angetreten hatte im Juli 2010? Ich habe eine Bildungskonferenz einberufen, landesweit, und habe einen Beteiligungsprozess organisiert. Alle am Schulleben Beteiligten, alle Lehrerverbände, alle Elternverbände, die Gewerkschaften, die Kirchen, Sozialverbände, Migrantenverbände, Unternehmensverbände. Es sind alle gekommen, weil sie offenbar wussten, Frau Löhrmann, ist es ernst? Es geht um was? Die Piraten brauchte ich noch nicht einladen, also Grüne können Beteiligung, das haben wir auch mit diesem Punkt bewiesen, die gab es da nämlich noch nicht, die FDP war eingeladen, ist aber nur einmal gekommen. Soweit zum Thema FDP und Bildungspolitik, die machen noch nicht mal mit, deswegen braucht man die auch in Bayern nicht dafür. Und wir haben in intensiven Arbeitsgruppen uns zunächst über Ziele verständigt, was wollen wir denn? Und haben dann in 5 Arbeitsgruppen und intensiven plenaren Beratungen, die ich dann auch immer moderiert habe, haben wir sozusagen konsensuale Empfehlungen für den Landtag und die Landesregierung formuliert. Und in diesem Arbeitsprozess ist es gelungen, auch unter die Fragestellung Schulstruktur, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, den Verband Bildung und Erziehung und den Philologenverband zu versammeln. Damit war klar, der Boden für einen Konsens, für einen politischen Konsens ist bereitet worden, weil die CDU sich auch bewegen konnte, weil sie nicht Angst haben musste, dass ihr irgendwer sozusagen in den Rücken fällt und Verrat ruft. Das war ein Beteiligungsprozess, die Chance dafür gab es nur einmal, wir haben sie genutzt und das ist sozusagen wirklich eine wunderbare Grundlage natürlich jetzt für die weitere Arbeit. Und dann ist der Schulkonsens mit der CDU gelungen. Mit einem, das will ich hier auch noch mal sagen, mit einem sehr guten Arbeitsprozess, auch mit Herrn Röttgen, den die Kanzlerin ja hat schmählich fallen lassen. Und dieser Schulkonsens hat in Nordrhein-Westfalen einen 40-jährigen ideologischen erbitterten Streit befriedet, weil wir Sekundarschulen, Schulen längeren gemeinsamen Lernens möglich machen, die Verfassung geändert haben als Minderheitsregierung und eben auch den Gesamtschulausbau mit Unterstützung der CDU jetzt sozusagen voranbringen können. Entscheidung liegt vor Ort. Nicht das Land entscheidet, ihr macht die und die Schule, sondern vor Ort wird entschieden, welche Schule gemacht wird. Wir ermöglichen Schulen der Zukunft und dadurch entstehen sie überall im Land. Wir ermöglichen individuelle Förderung und dadurch wird sie an immer mehr Schulen im Land wirklich praktiziert. Wir ermöglichen mehr pädagogische Freiheit und mehr Fortbildung und dadurch entstehen innovative Schulen und innovativer Unterricht. Ich sage noch was zum Thema Fortbildung. Das ist absolut richtig. Wer da spart, jedes Unternehmen, was eine Veränderung will, investiert in Fortbildung. Das ist wichtiger als ein Kind weniger in der Klasse. Das muss man den Eltern auch sagen. Aber gute Fortbildung ist das A und O für Unterrichtsentwicklung. Weil wenn man Veränderungen will, dann reicht es nicht, die ins Gesetz zu schreiben, sondern muss man die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir 180.000 Lehrerinnen und Lehrer. Im letzten Jahr haben 80.000 Lehrerinnen und Lehrer freiwillig an einer Fortbildung zum Thema individuelle Förderung teilgenommen. Das ist ein Wahnsinnswert und das zeigt, dass eben die Kollegien auch froh sind, dass sie jetzt Entwicklungsmöglichkeiten haben und die Veränderung aufnehmen wollen und sich weiter qualifizieren wollen, um eben diesen neuen Unterricht machen zu können. Wir steuern um in Richtung Qualitätsberatung statt Qualitätskontrolle. Und dadurch entsteht eine neue Vertrauenskultur und eine Feedbackkultur, die nach Verbesserung strebt, statt Verschlechterung befürchtet. Und vor allen Dingen, ja, wir ermöglichen längeres gemeinsames Lernen und dadurch entsteht es überall im Land. Es wächst von unten. Im ersten Jahr nach dem Schulkonsens sind in Nordrhein-Westfalen nicht nur 12 Gemeinschaftsschulen 42 neue Sekundarschulen entstanden, eine neue Schulform mit längerem gemeinsamen Lernen.
Es gab noch dazu 20 neue Gesamtschulen. So viele sind noch nie in einem Jahr neu gestartet. Und diese 62 neuen Schulen befinden sich in allen Landesteilen, und zwar sowohl im ländlichen Raum als auch in Ballungsgebieten und Großstädten. Und weil das so schön ist, ihr kennt natürlich Nordrhein-Westfalen nicht so gut wie ich Bayern, aber immerhin. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Das könnt ihr jetzt nicht so richtig gut sehen, aber die Margarete hat schon eine. Der Thomas bekommt sie gleich auch noch von mir. Überall, wo es grün ist, da ist zum Teil auch Wald, weil Nordrhein-Westfalen ja nicht nur Kohle und Stahl ist und wir nicht alle unter Tage leben. Aber überall... Aber überall, wo es grün ist, da ist in nur 2 Jahren mindestens eine neue Schule mit längerem gemeinsamen Lernen entstanden. Und das ist eine Bilanz. Wenn mich vor 2 Jahren jemand gefragt hätte, wie viele neue Schulen gibt es denn, hätte ich gesagt, na ja, vielleicht so 50. Es sind also jetzt über 70 neue Schulen. Und das ist irre, das ist ein tolles Zeichen dafür, dass genau dieser Weg von unten, dass der geht und dass der funktioniert und dass wir nicht mit Zwangsmaßnahmen von oben arbeiten müssen. Das ist toll. Und der Weg ist nicht zu Ende, sondern wir haben jetzt schon wieder die Vorbereitung für das Folgeschuljahr und können sicher sein, dass etwa 50 neue Schulen dazukommen. Und ich habe mich sehr gefreut, ich bin von ganz vielen Schulen eingeladen worden zur Schuleröffnung. Das führt dann auch dazu, dass die Schulen diese Termine sogar auf den Samstag legen, damit die Ministerin kommt. Das habe ich dann auch gerne gemacht. Und was dazukommt, die Karte ist ja das eine. Aber die Aufbruchsstimmung, die ich erlebt habe, das Wollen, dass ein ganzer Stadtrat, die Beschlüsse sind meistens einstimmig gefasst, auch zur Begründung von Gesamtschulen. Alle wollen, dass diese Schule gut ist, alle wollen, dass sie gut ausgestattet ist. Die Kommunen sind froh, dass sie die Gebäude weiterhin nutzen können, die sie ja sonst zumachen müssten. Es ist also auch ein sehr kommunal freundlicher Weg. Und ich habe mich manchmal früher gefragt, was ist leichter zu reformieren? Die katholische Kirche oder das deutsche Schulsystem? Früher hätte ich immer gesagt, die katholische Kirche angesichts der Verkrustung des Systems. Aber in Nordrhein-Westfalen ist das sogar jetzt so, die katholische Kirche macht sogar mit. Wir haben auch private kirchliche Ersatzschulen, die Gemeinschaftsschule, Sekundarschule werden wollen. Also die Kirche ist dabei und eine der schönsten Erfahrungen jetzt bei den Schulen war, dass ein ökumenischer Gottesdienst zur Begründung von 2 neuen Schulen in Kleve mit einem evangelischen und katholischen Pfarrer gemeinsam gestaltete Predigt, die zum längeren gemeinsamen Lernen aufrufen. Also, liebe Freundinnen und Freunde, das sind doch das sind doch gute Entwicklungsperspektiven. Und dann passiert etwas anderes noch dazu. Wir hatten ja auch eine überhastete G8-Reform. Und die Gymnasien stehen unter dem Druck, damit fertig zu werden. Auch dazu habe ich einen Entwicklungsprozess mit allen Beteiligten erarbeitet, Optimierung im Prozess und spezielle Angebote für die Gymnasien, damit sie wegkommen von diesem Pauklernen hin zu einem auch dort individualisiert angelegten Lernen. Und jetzt haben sich sage und schreibe 1/4 der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen, also über 140, haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen, um individuelle Förderung in ihren Schulen zu verankern. Das heißt, auch die Gymnasien verändern sich und nehmen den Auftrag des Lernens, des Behaltens der Kinder, die sie einmal aufgenommen haben, an. Und dann brauchen wir uns da nicht zu verkämpfen. Ja, das passiert nicht, weil wir es vorschreiben, sondern freiwillig, weil die Schulen immer mehr erkennen, wie wichtig es ist. Liebe Freundinnen und Freunde, die wichtigste Stellschraube, um letztlich auch bei PISA in allen Bereichen gut abschneiden, ist die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes. Im Unterricht, durch Teams von Lehrerinnen und Lehrern, durch ganze Schulen, durch Schulträger, durch die Schulaufsicht, durch das Land. Ich bin lange weg von dem Glauben, per Knopfdruck ließe sich aus Düsseldorf oder eben aus München mal eben einen Schalter umlegen und die Schulen sind anders. Nein, das kann nicht funktionieren bei 1,75 Millionen Schülerinnen und Schülern, 112.000 Lehrkräften und 6.000 Schulen wie hier in Bayern. Schulen sind keine Autos, die man abstellt, in die Werkstatt stellt, dann werden sie repariert und dann kommen sie wieder raus und fahren neu, sondern Schulentwicklung
Das heißt, wir reparieren die Uhr, während sie tickt, und deswegen muss man so behutsam vorgehen. Und Schulentwicklung braucht Zeit, und Schulentwicklung braucht auch unterschiedliche Lösungen. Das wird hier bei euch im Flächenland auch so sein. Wir haben Regionen, da geht das ganz schnell voran. Es gibt aber Regionen, da ist der Problemdruck offensichtlich nicht groß. Das heißt, man kann auch kein Konzept machen, wo man alle Regionen und alle Schulen gleich behandelt, sondern man muss auch hier individuelle Entwicklungspläne für die einzelnen Schulen und für die einzelnen Regionen vorsehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Akteure vor Ort einbinden und dass wir dieses Change Management ganz, ganz wichtig nehmen und Unterstützung für die Veränderungsprozesse gewähren. Unterschiedliches Tempo, nicht gleichzeitig, sondern ungleichzeitige Entwicklungsprozesse. Nach PISA 2000 war es bei den Grünen ja durchaus ein verbreiteter Reflex, nur die Strukturfrage zu stellen. Mittlerweile wissen wir, die Struktur ist zwar wichtig, aber nur ein Teil des Gesamtbildes von guter Bildung. Innere und äußere Schulentwicklung sind zwei Seiten einer Medaille und sie müssen eben auch gleichzeitig stattfinden. Entscheidend für gute Bildung ist die Arbeit vor Ort und da muss beides zusammenkommen. Im Unterricht, in der Schule, in den Kommunen, in den Schulträgern. Das Land schafft den Rahmen, in dem dann, wenn der Rahmen gut gesetzt ist, Schulen der Zukunft vor Ort sich entwickeln können. Was sind für mich Schulen der Zukunft? Was ist mein Maßstab? Bevor ich das sage, will ich deutlich machen, was für mich kein Maßstab ist. Kein Maßstab ist für mich der Name. Kein Maßstab ist für mich die Schulform. Und kein Maßstab ist für mich, wenn Schulen dadurch ihre Leistungen erhöhen, indem vermeintlich Leistungsschwache entweder schon vorab gar nicht erst in die Schule kommen oder diese Schule wieder verlassen müssen. Das ist kein Qualitätskriterium, liebe Freundinnen und Freunde. Das kennen wir von früher. Es galten die Lehrer als die Besten, die die meisten schlechten Noten gegeben haben. Das ist ausdrücklich kein Qualitätskriterium, sondern andersherum. Die Lehrerinnen und Lehrer sind gut, die viele Kinder zu den ihnen möglichen Entwicklungen bringen, die ihre Potenziale ausschöpfen können. Schulen der Zukunft sind Schulen, denen es so gut wie möglich gelingt, gute Leistungen und hohe Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Und dies gelingt nur mit einer Kultur der Wertschätzung und einer Kultur des Behaltens. Mit einer Kultur von individueller Förderung, die diesen Namen nicht nur trägt, sondern auch verdient. Mit Unterrichtsmethoden, die Vielfalt zum Maßstab haben und die Vielfalt gerecht werden. Mit Unterricht, der jedes Kind mit seinen spezifischen Stärken in den Blick nimmt. Und hier, liebe Freundinnen und Freunde, an dieser Stelle kommt natürlich die Schulstruktur ins Spiel. Wer ernsthaft denkt, 1,75 Millionen Schülerinnen und Schüler nur durch drei teilen zu müssen, um homogene Lerngruppen zu erhalten, der hat von Kindern keine Ahnung. Der hat sich einen Platz. Der hat sich einen Platz auf der Oppositionslernbank wirklich redlich verdient. Und die CSU rühmt sich ja auch des C. Christlich soll die Schulpolitik ja auch sein. Also ich kenne mich da auch ein bisschen aus, was das christliche Menschenbild angeht. Und ich frage mich eigentlich, wo haben die das her? Ich weiß nicht, ob ihr eine andere Bibelübersetzung habt hier in Bayern. Aber ich habe die Stelle. Also bei mir in der Übersetzung steht, lasset die Kindlein zu mir kommen. Da steht nicht, lasset die Kindlein in Schulformschubladen zu mir kommen. Und darauf müsst ihr im Wahlkampf hinweisen, liebe Freundinnen und Freunde, dass das. Dass das einfach nicht kindgerecht ist und dass das auch nicht christlich ist, wenn man so vorgeht. Individuelle Förderung ist in einem solchen Schulsystem, was von vornherein Kinder ja auch nur auf bestimmte Entwicklungsperspektiven damit festlegt, ist nahezu systemwidrig. Eine Kultur des Behaltens im Unterricht oder in einer Schule zu etablieren, ist 100-mal schwieriger, wenn das System,
in dem dieser Unterricht, dieses Lernen stattfindet, auf Sortieren, Abschulen und Aussortieren von Kindern, die nicht passen, basiert. Ein dreigliedriges Schulsystem oder jene Ausweichmöglichkeit ist ein solches System. Und in einem solchen System ist es ja fast schon systemgefährdend, wenn es einer Lehrerin oder einem Lehrer trotzdem gelingt, alle Kinder zu hervorragenden Leistungen zu führen. Ich habe davon gelesen, dass es hier eine Grundschule gab, die das geschafft hat. Und dann ist diese Lehrerin, die ist sozusagen abgestraft worden, dass sie Kinder zu gut abschneiden. Ja, wo sind wir denn hier, liebe Freundinnen und Freunde? Wenn ich entscheiden kann, dass mein Unterricht besser wird, wenn bestimmte Kinder nicht da sind, dann brauche ich mich mit der Notwendigkeit von individueller Förderung gar nicht auseinanderzusetzen. Nein, es besteht vielmehr die Notwendigkeit, und nun setze ich ganz viele Anführungszeichen, Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten zu produzieren und sie quasi genetisch darauf festzulegen. Liebe Freundinnen und Freunde, Schulen des längeren gemeinsamen Lernens schaffen die Möglichkeit, den Bildungsweg länger offen zu halten. Wo es Schulen des längeren gemeinsamen Lernens gibt, wird eben nicht schon mit 9 oder 10 Jahren über den Bildungserfolg entschieden. Wo es Schulen des längeren gemeinsamen Lernens gibt, können auch Defizite in der 3. oder 4. Klasse später leichter kompensiert werden. Und die Eltern sind doch weiter. Die Eltern sind doch weiter, weil sie diese Schicksalsentscheidung, sie wollen diese Schicksalsentscheidung beim Übergang nach der Klasse 4 in die weiterführenden Schulen nicht mehr, weil sie nicht sicher sind und nicht wissen, was aus ihren Kindern vielleicht werden kann. Und deswegen müssen wir den Druck bei dieser Übergangsentscheidung unbedingt wegnehmen. Und ich will ein Beispiel nennen. Das ist natürlich tragisch, dass es in Bayern fast überhaupt keine Alternative gibt. Und das ist der Auftrag, den ihr habt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen über 200 Gesamtschulen. Und es hat eine Längsschnittuntersuchung gegeben über den Erfolg der Gesamtschulen und der Gesamtschülerinnen und Schüler beim Zentralabitur, was ja an Gymnasien und Gesamtschulen gleich ist, die gleichen Prüfungsaufgaben. Und dort haben 2/3 der Jugendlichen, die das Abitur mit nur nennenswert minimal schlechteren Durchschnittswerten geschafft haben, 2/3 der Schülerinnen und Schüler hatten nach der Klasse 4 keine Übergangsempfehlung zum Gymnasium. Und genau das zeigt, dass Schulen des längeren gemeinsamen Lernens eben Lernpotenziale von Kindern heben und schaffen, mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund zum Beispiel zum Abitur zu führen. Und wir brauchen all diese jungen Menschen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein Talent zu verschwenden. Und wo es Schulen des längeren gemeinsamen Lernens gibt, ändert sich zwangsläufig die Haltung zum Thema Aussortieren und Abschulen, und zwar in allen Schulen, auch in den Gymnasien. Homogene Lerngruppen sind ein bildungspolitischer und pädagogischer Mythos. Und schon bald wird es ein gesamtpolitischer Mythos sein, dass CSU und Opposition sich ausschließen. Für die Schulen wäre das genauso gut für euer ganzes Land und auch für Deutschland. So würde auch von Bayern aus der Druck erhöht werden, dass wir in der Bildung endlich das unsinnige Kooperationsverbot zwischen Land und Bund beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen dringend eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Gemeinden im Bildungsbereich. Eine Gemeinschaft, die sich auch als Finanzierungsgemeinschaft versteht. Nur so können wir die sozialpolitischen Herausforderungen des Bildungsbereichs wie Inklusion, Integration und Ganztag meistern. Es geht doch nicht darum, dass ich möchte, dass Frau Merkel und Herr Rösler die Schulgesetze machen. Bitte nicht. Aber ich möchte, dass wir Geld bekommen für Inklusion, für Integrationshelfer, für die sozialpolitischen Fragen, die heute mit guter Schulpolitik verbunden sind. Darum geht es und nicht um Schulgesetze auf Bundesebene, liebe Freundinnen und Freunde. Bildung geht uns alle an, und von Bildung profitieren auch alle staatlichen Ebenen, Kommunen, Land und der Bund. Gute Bildungspolitik ist immer auch Sozial-, Integrations- und Wirtschaftspolitik. Bildung wirkt sich positiv auf die Gesundheit, auf die Lebenszufriedenheit und gesellschaftliche Teilhabe jedes und jeder Einzelnen aus, und es profitiert die öffentliche Hand. Liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche euch viel, viel Erfolg im kommenden Jahr.
Ich kann euch Mut machen mit einer Bildungspolitik, wie wir zeigen, wie es geht. Und ich bin für die Kinder aus Bayern guter Dinge, dass alles mal ein Ende hat. Jede Siegesserie reißt, das hat Bayern München in Weißrussland erlebt. Die CSU muss dafür nächstes Jahr garantiert nicht weit reisen. Sie kann getrost in der Heimat bleiben, und wir kämpfen dafür, dass sie im September zweimal schmerzhafte Niederlagen erfährt. Dafür habt ihr und werdet ihr weiter die Voraussetzungen schaffen, auch und gerade in der Bildung. Und wenn ihr wollt, dann mache ich auch bei euch, wie in Baden-Württemberg, zwei kleine Touren übers Land und kämpfe mit euch nach Denkendorf oder anderswohin, wohin ihr wollt. Und wir reden vor Ort mit den Menschen. Den Satz vorsagen. Und dann reden wir vor Ort ganz ruhig, ganz sachlich mit den Menschen, wie wir die Schule von unten gestalten, Schulen der Zukunft, vielfältig, leistungsstark und gerecht. Das ist die Melodie der Zukunft. Ich danke euch und wünsche euch viel, viel Erfolg.